So Leute, hallihallo, willkommen zu Skyrim. Wie gesagt, ich werde jetzt versuchen, meine Let's Plays so kurz wie möglich zu halten hier. Mission. Nicht zurückkehren, das machen wir später. Erstmal gucken nochmal, wo bin ich denn jetzt? Sag mal. Hier. Festung. Noch nicht entdeckt. Das heißt also, das müsste irgendwie eine Mission sein. Aber ich weiß nicht genau, was für eine Mission. Warum wurde die eingeblendet? Oder habe ich die bei einer Map gesehen, bei irgendjemandem? Gibt es auch diese kleinen Maps mit diesen Stecknadeln? Habe ich das vielleicht... Na egal, komm. Wir machen die... Wir säubern die Burg. Dann gehen wir nach Weißlauf. Und sprechen mit der Werwolf-Dame. Mit der hübschen. Mal gucken, was das für eine Festung ist. Die Atmosphäre sieht schon geil aus, ne? Die Käfer oder diese Insekten leuchten geil. Passt alles irgendwie zu dieser Atmosphäre. Also leicht nebelig, leicht verregnet. Da steht doch einer wieder. Mein Bogen will ich gern verzaubern, das habe ich vergessen. Wie viele Pfeile habe ich denn? Dunkelpfeile 17, Elfenpfeil 24, goldener Pfeil 44. Dann nehmen wir die goldene Pfeile. Wer ist das da oben? Hat mich auch keiner gewarnt. Oh, oh. Oh, da ist eine Leiche. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Wer ist das hier? Hä? Sehr komisch. Eine verkohlte Leiche? Tatsächlich, Alter. Noch eine verkohlte Leiche. Oh. Okay. Ich habe keine Ahnung. Wer ist das? Der hat mich gewarnt. Hier, friss das. Ein Talmor ist das. Hoffentlich war das kein Unschuldiger. Sturmmagier-Novize. Sturmmagier-Novize, okay. Oh, Hellsehen. Keine Ahnung, was das ist, aber... Wird man auf jeden Fall mal aufheben. Novizenrobe der Zerstörung. Zerstörungszauberer kosten 12% weniger Magika. Magika regeneriert sich schneller. Da der da keine Rüstung hat, können wir ihm das vielleicht geben. So. Ich gucke auch mal, ob ich hier... Oh. Okay, wir sind noch im Kampf. Es wird zwar kein Gegner angezeigt, aber okay. Ja. Dann machen wir das, wenn wir fertig sind hier mit der... Mit dieser Festung. Gucken wir, dass wir erstmal die Gegner hier zerstören. Ich gehe mal da hoch. Oh oh, da ist er schon. Oh, das war aber schnell. Meistens ist da oben irgendwo der Chef dann, wenn man da reingeht. Der ist meistens so am Schluss. Oh oh. Tatsächlich, das sind Schwarzmagier wahrscheinlich, so wie es ausschaut. Hatte die Frau umgebracht? Ein Hühnerei. Das magische Hühnerei. Also die haben nichts drauf. Wenn die so leicht sterben, ey. So, zeig mal her, was hast du für Kleidung? Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ich bin ein Zauberlehrling und kein Packesel. Der hat also gar nichts an, oder? Der hat keine Klamotten an, wie ihr seht. Dann kann ich ihm eigentlich das Ding geben hier. Das wird er wahrscheinlich gleich anziehen, ne? Dann mal los. Alles angezogen? Sieht nicht so aus. Egal. Weiter geht's. Wir säubern die Festung, wie gesagt, und dann... Oh.
Alter, bin ich tot. Ich werde es brennen sehen. Was war denn das? Ist da jemand? Weg hier, Alter. Alter, wer ist denn das, Alter? Krass. Ich glaube, ich muss wegrennen. Ich kann hier nicht stehen bleiben. Was war das? Sau stark sein, Alter. Die muss sau stark sein, die Alte. Okay, zeig mal her, was habe ich denn hier für Zaubertränke? Das ist Feuer, ne? Erstmal nehme ich das Frostbissgift. Tja, ich glaube, ich habe hier nichts. Nee, ich habe hier gar nichts. Aber Volltreffer nehmen wir nochmal, komm. Alter, das war ein Kampf. Eher ein Krampf. Also Feuer, ich brauche unbedingt irgendwas gegen Feuer. Das war heavy, Leute. Stab der Flammen. Alter, das Ding ist nicht mal stark. Hat mich aber voll umgebracht, Alter, am Anfang. Stab der Feuerbälle. Das Ding ist geil. Das gebe ich ihm. Mal gucken, ob er das gebrauchen kann. Was braucht ihr? Ich bin ein Zauberlehrling und kein Packesel. Na schön, aber macht es schnell. Ja, er benutzt es nicht. Er findet das wahrscheinlich besser hier. Na ja, gut, okay. Ja, liegt da Kohle? Tatsächlich. So. Und wir haben, was sage ich doch, das waren bestimmt die hier oben, das waren die Anführer. Mal gucken. Ich habe wieder Katzenhaare in der Nase, ey. Festungen wie diese gibt es in ganz Himmelsreich. Die Kaiser haben die meisten davon vor langer Zeit aufgegeben. Beim Einatmen merke ich das, dass er irgendwelche Katzenhaare sind, ey. Mann, das nervt, ey, echt. So, das war's eigentlich. Unten ist noch eine Etage, da können wir nochmal gucken. Mal gucken, da sind bestimmt noch ein paar Gegner. Oh, Verzauberungstisch, sehr gut. Blaue Magierrobe. Irgendwelche Vorteile oder Nachteile? Ne, Vorteile? Magika regeneriert sich. Na ja, gut, okay. Komm. Entzaubern. Taschendiebstahl. Das ist natürlich gut. Hier gibt es viele Missionen, wo man jemanden bestehlen muss. So, Ebenerzbogen. Wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Feuerschaden. Perfekt. Dann Seelenstein. Großer Seelenstein. Perfekt. Okay. Das ist gut, Leute.
Das gefällt mir. So. Gegenstand. Was haben wir noch hier? Ansonsten einen Ring könnte ich dem Typ noch geben. So. Okay, das war's. Geben wir ihm noch den Ring. Hm? Guten Morgen. Ich bin ein Zauberlehrling und kein Packesel. Na schön, aber macht es schnell. Wo ist jetzt dieser Ring? Hä? Hey. Hatte ich nicht gerade einen Ring? Ich hab... Sag mal. Ah, hier. Okay. Aber ich zieh dir das Ding auch an. Dann mal los. Oh, geil. Verzauberung, besser geworden. Ah, jetzt sehe ich schon wieder Käse hier. Jedes Mal Käse, Alter. Käse, Käse, Käse. Wie gesagt, diese Woche kaufe ich Käse, Alter. Keine Lust mehr, Alter. Falls jemand von euch gerne Brötchen backt, ich hab mit der KI hab ich ein leckeres Brötchenrezept gemacht. Ohne Gluten, mit viel Protein. Und zwar kann ich eben kurz sagen: Kichererbsenmehl. Kichererbsenmehl, was hatte ich nochmal gehabt? Kürbiskernmehl. Kichererbsenmehl. Salz, also Meersalz. Dieses keltische Meersalz. Dann hatte ich gebratenes Hackfleisch. Geriebener Ziegenkäse, wo reinkommt. Und zwei Eier. Und trockene Hefe. Und, seht euch diesen Ort doch nur an. Das schmeckt lecker. Könnt ihr dann einfach halbieren. Gurken reinmachen, Tomaten, Zwiebeln und sowas. Das schmeckt sehr gut. Wenn ihr wollt, dass, wie das Rezept geht, dann kann ich das ja gerne auf meinem Kanal veröffentlichen. So, Zutaten. Jetzt gucken wir mal. Rezepte habe ich hier gar keine. Ja, woher soll ich jetzt wissen, was hier, woher soll ich jetzt wissen, was hier jetzt ein starker Heilungstrank ist? Ach, kann ich vergessen, Alter. Was kann ich mit Zwergenöl eigentlich anfangen? Soll ich mal machen? Zwergenöl und... Ah, Unknown Effekt, aber das ist rot. Ich stelle mal einen her. Fehlgeschlagen, ja, wahrscheinlich wegen Zwergenöl. Macht gar keinen Sinn. Okay. So, gut. Wir haben jetzt eine Viertelstunde. Jetzt gehen wir zurück zu Weißlauf. Nach Weißlauf. Palast der Könige, da waren wir auch noch nicht. In dem Ding müssen wir auch noch mal was machen. Museum, da waren wir noch nicht. Wo ist denn das... Weißlauf schon wieder, Mann. Weißlauf, Weißlauf, Einsamkeit. Hier ist Weißlauf. Da müssen wir hin. Gehen wir mal zu dieser Aela. Zu der schönen Werwolf-Dame. Ah, ich könnte mal wieder die, wie heißen die Filme nochmal? Diese, wo die Vampir gegen die Werwölfe da, wie heißt es nochmal? Habe ich vergessen wieder, wie die Filme heißen, da mit der Kate Beckinsale, oder Beckinsale, keine Ahnung, wieder vergessen. Jahre schon nicht mehr gesehen, das Ding. Na, da gehe ich vielleicht runter zur Brauerei. Aela, Aela, wo ist sie? Ach, steht sie doch. Habt ihr die Initiative gegen die silberne Hand ergriffen? Ich will... Hervorragend. Sieht aus, als hätten sie sich erstmal verzogen.
Macht weiter so. Früher oder später erledigen wir sie vollständig. Gut. Was habe ich bekommen? 300 Gold, Alter. Krass. Schön zu sehen, dass ihr so eifrig seid. Ich habe erfahren, dass eines der schlaueren Mitglieder der Silbernen Hand in Weißlauf herumschnüffelt. Oh. Hier im Ort. Wenn ihr euch in ihr Lager schleichen und ihre Pläne stehlen könnt, sind wir im Vorteil. Hier in Weißlauf oder Umgebung? Okay, das ist ja ganz in der Nähe. Das können wir eigentlich machen. Schwindlernest? Da waren wir doch schon mal. Nur durch eure Gunst und Güte. Wir waren doch schon mal in der Schwindlerhöhle. Sag mal her, wo ist denn das Ding hier? Schwindlerhöhle. Kriegshorn. Wo ist denn die Schwindlerhöhle? Rumschnüffelt. Wo soll der Typ sein? Pläne stehlen. Ha, hier. Da war ich wahrscheinlich zu voreilig. Habe ich das Ding schon vorher gesäubert. Wenn die Pläne da drin sind, gehen wir da rein. Oh, scheiße, da ist ja einer. Jetzt mit Feuer, Alter. Extra für dich. Banditen sind verzweifelte Männer. Sie haben nichts zu verlieren. Und so kämpfen sie auch. Schon wieder Käse, Alter. Oh. Ob wir uns die mal ansehen sollten? Na ja, klar. Nach dieser Höhle werden wir es wieder beenden. So leid es mir auch tut, also für mich selbst. Weil ich spiele das Spiel gerne. Und wir müssen gucken, dass wir die Hauptstory irgendwie verfolgen. Das war's schon. Ja, mit dem Feuer. Ja, okay. Am Anfang sind die ja immer... Oh. Lykantropische Legenden. Am Anfang sind die Banditen ja hier immer leicht. Falkenfedern wieder. Wozu brauche ich Falkenfedern? Wahrscheinlich für irgendwelche Pfeile herzustellen. Ich habe auch noch zwei Bücher. Die habe ich noch gar nicht gelesen. So, zeig mal her. Körper der Werwölfe. Naja, das brauche ich nicht. Das kann ich wegschmeißen. Wo ist denn das? Das habe ich gerade gefunden. Okay, das sind einfach nur irgendwelche Sagen oder Geschichten oder so. Brauche ich eigentlich nicht. So, dann war noch genau das hier. Hellsehen. Was ist das für ein Zauber? Keine Ahnung. Hellsehen. Kann ich mir gar nichts zu vorstellen. Soll ich mal kurz gucken? Was ist das? Kräfte? Bestiengestalt? Ah, das ist das Werwolfs. Okay. Werwolf-Zauber da. Eisform. Schreie Wiederherstellung. Beschwörung. Zerstörung. Illusion. Hellsehen. Zeigt den Weg zum gegenwärtigen Ziel. Oh, cool. Das zeigt mir dann, wo das Buch liegt oder so. So, warte mal. Ich pack nochmal so ein Ding hier. Perfekt. Ah, Junge. Sind wir vorbei. Oh, das geht ja easy. Wenn ich für jeden Bandit nur einen... Vampirstaub? Sind es doch Vampire, oder wie kann ich mir das vorstellen? Arbeiten die vielleicht für Vampire? Ich dachte mir schon sowas ähnliches. Vampire gegen Werwölfe, das würde Sinn ergeben.
Weil wieso hat der Vampirstaub dabei? Oh, machen wir zuerst um den Pferd. Oh, das sind mehrere. Egal, komm. Alter, das geht ja einfach. Jetzt haben wir nur noch einen Gegner hier. Ah, der kommt hier wahrscheinlich runter. Wie gesagt, ich war in der Höhle ja schon mal. Da müssen wir hier geradeaus gehen, dann kommt irgendwann hier oben raus. Oh, scheiße, vorbei. Warum macht mein Zauberer nichts, Alter? Süßkuchen. Oh, lecker. Vielleicht kann ich den verschenken. An so ein Kind oder so. Oh, da kommen noch mehr. Zauberin. Okay. Vampirstaub. Schon wieder ein Vampir. Schon wieder ein Vampir. Und schon wieder ein Vampir. Okay. Easy. Also Amethyste sind schon geil, oder Edelsteine allgemein. Wir haben so ein paar Kilometer von hier ein Edelsteinbergwerk, aber die haben das, also früher konnte man noch suchen und so, selbstständig und sowas, rumlaufen im Werk und so, und heute ist das alles irgendwie begrenzt. Die Leute werden alle geiziger und so, ja. Haben sie irgendwo in der Mitte so ein kleines Feld gebuddelt mit Erde und haben da Edelsteine versteckt und so, dass man da die findet dort. Es ist nicht mehr erlaubt, da selbstständig rumzulaufen, finde ich voll bekloppt irgendwie. Alles wird irgendwie negativer. Was früher den Leuten Spaß gemacht hat und was man früher durfte, darf man heute nicht mehr. Voll bekloppt. Ja, ich bin hier, aber ich hab... Ah, hier geht's weiter. Nee, oder? Doch. Müsste hier weitergehen. Aber was ich mal machen kann, Leute, ich nehme mal diesen Hellseher Zauber. Oh, hier ist ein Fallen. Stimmt ja. Hier geht's rein. Okay, gut. Da haben wir es schon. Also zeigt er mir das nicht permanent an, sondern ich muss da immer permanent, also immer den Zauber benutzen. So, gut, das war's, hä? Ich dachte, der Zauber zeigt mir den Weg an. Bei einer Benutzung. Aber ich muss ihn ja permanent benutzen, dass ich da den Weg sehe. Dann ist mir irgendwie zu anstrengend. Ist da noch einer? Irgendwelche Fallen hier? Ne, keine falsche. Kriegslist. Ah, sehr schön. Gut, haben wir schon alles hier. Heilung. Okay, das war's. Gut. Trotzdem nochmal schauen, ob da irgend... ist hier eine Sackgasse? Nee. Ob hier irgendwo noch was ist. Irgendwelche Gegner oder so.
Dann nennen wir das diesen Teil halt Silberne Hand 3. Weil das war ja das dritte Banditenlager von denen. Gut. Gleich wieder nach Weißlauf. Und dann haben wir das schon wieder gemacht. Jetzt kann ich wieder suchen, Alter. Weißlauf, 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 Weißlauf. Müsste hier in der Nähe sein, genau. Aber es soll doch jemand hier rumschnüffeln in Weißlauf von den Typen. Wer ist denn das? Wer schnüffelt hier rum? Den Typ habe ich noch gar nicht gefunden. Der muss immer noch hier sein. Als das Kaiserreich sich dem Altmeri-Bund ergab. Ich gehe mal kurz in die Stadt. Jetzt erinnere ich mich. Ihr seid doch das neue Mitglied der Gefährten. Kampfgeborener, Kampfgeborener. Diese Grauminen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen, kriegen sie was. Was gafft ihr denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Ja? Ja? Was wollen die Krieger eigentlich noch hier? Etwas? Komisch. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Morgen, guten Tag, guten Nacht. Ihr sucht meinen Gatten Nasem? Da seht ihr am besten im Hinterteil des Jahr nach. Dort kriegt er der Zeit für gewöhnlich herum. Im Hinterteil des... Ja, das könnte man auch anders verstehen. Kampfgeborener. Ich gehe mal hier rein. Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Wenn ihr eine Herausforderung sucht, seid ihr hier genau richtig. Was zu trinken, was zu lachen und ein Wettbewerb. Nee, Wettbewerb will ich nicht. Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. Und wenn Mikael sie erst entdeckt, dann seht ihr... Gewiss, was kann ich für euch tun? Ah, eine schöne, aber blutdürstige Geschichte. Die kann ich vortragen. Lust auf ein Nordsprichwort. Man einst ein Reck Ragnar der Hochdichtin an, nach Weißlauf geritten von Rorix. Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Ihr seid der Beste. Könnt ihr mein... Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Renuin? Renuin hat gesagt, dass ich das machen soll. Er ist der Einzige, der nett zu mir war seit Mama... Oh. Seit sie gestorben ist. Meine Tante und mein Onkel haben unseren Hof übernommen und mich rausgeschmissen. Sie haben gesagt, dass ich zu nichts nütze bin. Und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich vermisse meine Mama so sehr. Ja, das ist immer scheiße, wenn Kinder leiden. Okay. Also ich finde hier keinen Schnüffler. Ich brauche hier unbedingt ein Zuhause, aber ich habe gar nicht so viel Kohle. Ich brauche erstmal Kohle, Geld, damit ich hier ein Kind adoptieren kann. Dann muss ich wissen, ob ich hier heiraten kann. Habt ihr die Initiative? Perfekt. Hoffentlich erfahren wir daraus mehr über ihre Bewegungen. Ich denke, dass wir sie in die Flucht geschlagen haben. Und es gibt auch noch viel zu tun, aber leider hat Kotlak von unserem Treiben Wind bekommen. Er möchte euch sehen. Ich gebe euch einen Rat. Seid immer ehrlich zum Alten, aber erzählt ihm nichts, was er nicht wissen muss. Mhm. Kotlak. Ja, okay. Sollen wir noch mit dem Kotlak sprechen? Und dann werden wir das Ganze beenden hier. Kommt zu mir, wenn ihr Fragen. Das müsste dann unter sein. Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch mit allem vertraut machen. Kotlak.
Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvasker, solange ich zurückdenke. Kotlak. Kotzlak, komm. Danke, dass ihr gekommen seid. Ja, Jüngling, setzt euch. Setzen? Oh, Apfelkuchen. Wie ich höre, wart ihr in letzter Zeit sehr beschäftigt. Börschchen, ich weiß, was ihr getrieben habt. Natürlich geht es mich nichts an, was jeder Gefährte im Namen der Ehre tut. Aber diese Heimlichtuerei, sie steht einem Krieger eures Standes nicht zu Gesicht. Alea weiß das. Und ihr solltet es auch. Ich habe jedenfalls eine Aufgabe für euch. Mhm, okay. Kennt ihr schon die Geschichte, wie wir zu Werwölfen wurden? Nee. Ah. Ja, das klingt wie etwas, das er gesagt hätte. Wie in allen Glaubensfragen ist die Wirklichkeit jedoch komplizierter, als ein Gläubiger sie euch beschreiben würde. Die Gefährten gibt es seit beinahe 5000 Jahren. Das Bestienblut ist erst seit ein paar hundert Jahren ein Problem. Einer meiner Vorgänger war ein guter, aber kurzsichtiger Mann. Er ging einen Handel mit den Hexen des Schluchtweiherzirkels ein. Oh. Wenn die Gefährten im Namen ihres Gebieters Fürst Hessina auf die Jagd gehen würden, dann würden wir große Macht erhalten. Sie glaubten nicht, dass die Veränderung dauerhaft sein würde. Die Hexen boten eine Bezahlung an, wie alle anderen auch. Aber wir wurden betrogen. Dazu kommen wir noch. Es reicht leider nicht aus, sie einfach nur zu töten. Die Krankheit beeinflusst nämlich nicht nur unsere Körper. Sie dringt auch in den Geist ein. Nach dem Tod beansprucht Hersine die Werwölfe für seine Jagdgründe. Für manche ist das das Paradies. Sie wollen nichts anderes, als mit ihrem Herrn in alle Ewigkeit ihre Beute zu jagen. Und das ist ihr gutes Recht. Aber ich bin ein wahrer Nord. Mein Geist soll in Sovngarde zu Hause sein. Mhm. Ich habe meinen Lebensabend damit verbracht, das herauszufinden. Und jetzt habe ich die Antwort gefunden. Die Magie der Hexen hält uns gefangen. Und nur sie kann uns wieder freigeben. Sie werden uns nicht freiwillig helfen. Aber wir können uns ihre korrupten Kräfte mit Gewalt holen. Ich will, dass ihr sie sucht. Geht zu ihrem Hexenzirkel in der Wildnis. Streckt sie nieder, wie es ein wahrer Krieger der Wildnis tun würde. Okay. Und bringt mir ihre Köpfe, den Sitz ihrer Fähigkeiten. Damit können wir beginnen, Jahrhunderte der Unreinheit rückgängig zu machen. Gut. Nun beeilt euch und lasst keinen von ihnen am Leben. Möge Talos euch leiten, mein Junge. Ich darf aber keinem Bescheid sagen dann. Sonst gibt es Probleme. So, Leute, okay, wir haben schon die nächste Mission. Das machen wir dann im nächsten Teil. Die Hexen auslöschen. Ich werde den Fluch dann hier aufheben. Aber nicht, dass die alle dann mich auf mich sauer sind dann, ja. Wenn ich jetzt, also wenn die dann keine Werwölfe mehr sind, ja. Ich darf dann nicht sagen, was dass ich das war. Zu mir? Seid ihr auf euren Reisen irgendeiner seltsamen Kreatur begegnet? Hä? Ich glaube, ich habe inzwischen ein Exemplar von jedem Lebewesen in Himmelsrand getötet. Vielleicht okay. Wird es Zeit für einen Abstecher nach Morrowind. Gut, gehen wir jetzt erstmal raus. So, Leute. Wir gucken nochmal, wo das ist. Wo ich da genau hin muss. So. Das ist hier. Hä, da war ich doch schon, oder? Nicht? Ach so, nee, da war ich noch nicht. Okay. Hier war ich auch noch nicht. Hier war ich. Das heißt, ich könnte... Nee, hier ist zu viel Berg. Also hier sind zu viele Berge. Sonnenwacht. Habe ich auch noch nicht entdeckt. Verdammt. Rorikstadt habe ich auch noch nicht entdeckt. Hier, das wäre das nächste. Aber es sieht aus, als wären da die vielleicht die Riesen unterwegs. So, okay.
Und ich muss in diese Richtung. Nee, falsche Richtung. Hier entlang. Festung hier runter. Gut, im nächsten Teil dann. Hier entlang. Gut, das merken wir uns für den nächsten Teil. Und yo, dann würde ich mich verabschieden, Leute. Ist das einer? Achso, nee, das ist ein Fels. Dann sehen wir uns im nächsten Teil. Dann werden wir die Hexen ausschalten. Hoffentlich muss ich nicht über den Berg. Und hier ist schon wieder ein Drache. Okay, Leute, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Teil.